Es geht um Prostitution, Geldwäsche oder Drogen. Kriminelle Clans haben sich in Deutschland zu einem enormen Problem entwickelt. Gerade im Clan-Bereich ist es ja so, dass die Familienstrukturen, ähnlich wie bei der italienischen Mafia, das Gesetz des Schweigens kennen. Freiwillig verrät da niemand etwas. Also muss mit mehr Einsatz versucht werden, die Beweise herbeizuschaffen. Mehr Einsatz heißt in Duisburg, dass Sonderermittler tief in die Clans eindringen. Mit Erfolg, wie sich zeigt. Seit 2018 wurden fast 2000 Ermittlungsverfahren eröffnet. Insgesamt 140 Jahre Haft ohne Bewährung wurden verhängt. Außerdem Vermögenswerte von über 1,8 Millionen Euro beschlagnahmt. Das war uns allen ein Anliegen, da reinzugehen, im wahrsten Sinne des Wortes, Straftaten in diesem Bereich aufzudecken, aufzuklären und die beschuldigten Täter dann auch vor Gericht zu bringen. Täter und Verdächtige gibt es in ganz Deutschland. In Bremen hat beispielsweise der Miri-Clan seinen Schwerpunkt. In Berlin sind die Beamten gegen den berüchtigten Abu-Chaka-Clan im Einsatz. In NRW sitzt die Al-Zain-Familie, doch allein im Duisburger Raum gibt es mehr als 150 kriminelle Clans. In den Großstädten entstehen so Bereiche, in denen sich die Polizei nur schwer bewegen kann. Weil es dort Strukturen sind, in die wir kaum hineinstoßen können. Das bedeutet aber nicht, dass es ein rechtsfreier Raum ist, aber dass natürlich der Rechtsstaat in weiten Teilen im Bereich der Strafrechtspflege nicht mehr voll funktionsfähig ist. Und da muss dran gearbeitet werden. Und das ist ein Marathon, das ist nicht nur ein Kurzstreckenlauf. Die Staatsanwaltschaft fordert, dass Verfahren deutlich schneller gehen. Wenn Täter nicht gleich hinter Gitter kommen, zeigt sich im Kampf gegen die Clans nicht einmal eine abschreckende Wirkung.